Hallo liebe Freunde, in diesem Video werden wir über die Editionen von Windows 10 LTSC sprechen. Mal sehen, um welche Art von Assembly es sich handelt, welche Funktionalität sie hat und wie sie heruntergeladen wird. Diese Version ist für schwache PCs geeignet, da unnötige Funktionen fehlen. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Die LTSC-Version ersetzte 2019 die führende Version von LTSP. LTSC ist dieselbe funktional verkürzte Additional von Enterprise mit langfristiger Unterstützung. Es wurde für Computer im gewerblichen Bereich entwickelt, bei denen die Stabilität der Maschinen wichtig ist und keine Funktionsaktualisierungen erforderlich sind. Aufgrund des Fehlens unnötiger UVP-Anwendungen müssen diese nicht aktualisiert werden. Das System lädt wichtige Sicherheitsupdates herunter und installiert sie. Und die Anzahl der aktiven Prozesse im Betriebssystem nimmt ab. Teilweise aus diesem Grund kann Windows 10 LTSC auf älteren Computermodellen und Laptops mit 2 oder sogar einem Gigabyte RAM installiert werden. Es nimmt auch weniger Speicherplatz ein. Da Windows 10 LTSC auf der Enterprise Edition basiert, enthält es alle erforderlichen Software und Funktionen für die Verwendung in Unternehmenszwecken. Dieser Bild basiert auf der 18.09 Systemversion und wird 90 Tage lang in einer kostenlosen Testversion geliefert. Sie können Windows 10 LTSC von der offiziellen Microsoft-Webseite herunterladen. Ich werde einen Link in der Beschreibung hinterlassen. Wenn Sie dem Link folgen, stehen 2 Versionen zur Verfügung. Wählen Sie LTSC aus und klicken Sie auf Weiter. Als nächstes müssen Sie das folgende Formular ausfüllen. Geben Sie den Vor- und Nachnamen, den Firmennamen und so weiter an. Klicken Sie nach dem Ausfüllen des Formulars auf Weiter. In der nächsten Phase müssen Sie die Bittiefe des Betriebssystems und dann die Sprache auswählen. Und klicken auf Download. Für die Installation müssen wir nur ein bootfähiges USB-Laufwerk erstellen. Verwenden Sie dazu das Dienstprogramm Rufus. Der Link ist in der Beschreibung. Standardmäßig erstellt Rufus ein separates Laufwerk für das MBR und GPT Festplattenlayout. Wenn Sie Ihr Festplattenlayout nicht kennen, ist es einfacher, ein bootfähiges USB-Laufwerk zu erstellen, das für beide Formulare geeignet ist. Drücken Sie dazu im Programm Alt plus E. Danach sollte ganz unten im Programmfenster die Aufschrift erscheinen, der Dual UEFI BIOS-Modus ist aktiviert. Danach können Sie mit dem Erstellen eines bootfähigen USB-Laufwerks beginnen. Wir wählen das Laufwerk aus und geben den Pfad zum ISO-Image des kürzlich heruntergeladenen Windows LTSC an. Das Partitionsschema MBR ist Zielsystem, muss BIOS oder UEFI sein. Im Feld Dateisystem können Sie Pfad 32 verlassen oder NTFS auswählen. In dieser Version sind keine benutzerdefinierten UVP-Anwendungen vorinstalliert. Kein Microsoft Store, Edge Browser, Spielmodus, Windows inklusive Workspace oder OneDrive. Trotzdem sind einige moderne Merkmale vorhanden.
Anwendung, Optionen, Windows Defender und Firewall, Cloud, Zwischenablage und Timeline. Das System verfügt nicht über einen neuen Screenshotter, der in den üblichen Ausgaben von 10 Windows vorhanden ist, aber es besteht die Möglichkeit, den Bildschirm mit den Tasten Win plus Shift plus S oder der WRTSC-Schaltfläche im Notification Center zu erfassen. Nur der Standard-Snapshot wird an den Puffer gesendet. Sie können genau die gleichen Personalisierungseinstellungen auf die LTSC-Oberfläche anwenden wie in den regulären Benutzereditionen von TENS. Da LTSC auf Version 18.09 basiert, ist es außerdem möglich, ein dunkles Design-Thema zu verwenden, diese Aktion nach dem Oktober-Update auf dem System Explorer erweitert wurde. Das Startmenü in LTSC ist einfach, ohne feste Anwendungskacheln bleibt die Möglichkeit, Kacheln zu fixieren. Sie können den Internet Explorer verwenden, um das Internet zuzugreifen. Im Vergleich zu einem herkömmlichen LTSC-System ist es etwas schneller. Natürlich sollten Sie keine starke Beschleunigung erwarten, aber bei einem schwachen PC ist das Arbeiten angenehmer. Da LTSC nicht über die meisten UVP-Benutzerfunktionen verfügt, die im Hintergrund ausgeführt werden, verbraucht das System natürlich weniger RAM. Der Unterschied ist jedoch nicht signifikant. Und ohne Software von Drittanbietern und mit voller Leerlaufzeit gibt es weniger aktive Hintergrundprozesse als die gleichen Pro- und Enterprise-Editionen. Kleiner aber nicht viel. Auf einem neu installierten System befinden sich im Taskmanager etwa 70 bis 80 Prozesse. Während der Einarbeitungszeit verbreitet die Lizenz das Geld verdienen. Für die Aktivierung ist die Testphase voll funktionsfähig, bis zu 90 Tage. Wenn Sie es nicht aktivieren, werden alle üblichen Dezimaländerungen vorgenommen. Die Personalisierung ist nicht mehr verfügbar. Außerdem wird ein nicht aktiviertes System jede Stunde automatisch neu gestartet. Die Probezeit kann verlängert werden. Öffnen Sie die Befehlszeile als Administrator, um den Testzeitraum zu verlängern. Geben Sie den folgenden Befehl ein: slmgr-rearm, Enter. Klicken Sie im folgenden Fenster auf OK. Schließen Sie danach die Befehlszeile und starten Sie den Computer neu. Nach dem Neustart sollte der Testzeitraum wieder auf 90 Tage zurückgesetzt werden. Wenn Sie den Zeitraum nach dem Ersetzen Neustart nicht zurückgesetzt haben, versuchen Sie einfach den Computer-Laptop erneut zu starten. Manchmal geschieht dies, wenn beim ersten Neustart Updates installiert werden. Sie können den Zeitraum also dreimal verlängern. Insgesamt erhalten Sie ungefähr 360 Tage Testzeit. Um die Sprache des Systems zu ändern, müssen Sie Sprachpaket hinzufügen. Öffnen Sie dazu Einstellungen, Settings, Time and Language, Language, ADD, Language, Next. Aktivieren Sie das Kontrollkästen Install Language Pack and Set as My Windows Display Language. Install. Nach der Installation müssen Sie sich anmelden und erneut anmelden oder neu starten. Dann gehen wir wieder zum Abschnitt Spracheinstellungen, Einstellungen, Zeit und Sprache, Sprache. Hier klicken wir auf Administrative Spracheinstellungen, Kopiereinstellungen. Wir setzen Markierungen für Klick auf OK. Wir starten das System noch nicht neu. Klicken Sie auf Systemsprache ändern.
starten Sie den Computer neu. Windows LTSC wird ohne Leiter installiert, der an die Taskleiste angeschlossen ist. Sie können es mit den Tasten Win plus E öffnen oder mit der Suche. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen geholfen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Daumen hoch, stellen Sie Ihre Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.